Freundinnen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Liebe Leute, was geht? Wir befinden uns gerade in einem Warung. Warum bin ich nicht mit dem Video? Hallo? Was ist da los? Mila spielt lieber mit ihrer Schaufel. Ja, das ist in Ordnung. Wir befinden uns hier gerade in einem Warung in Selong Blanak und ich habe mir gerade einen Lombok-Coffee bestellt. Sabibo mag das gar nicht, denn das ist wie polnischer Kaffee oder wahrscheinlich viele andere Cafés da draußen auch. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, ob ihr sowas schon mal getrunken habt, wo das Pulver quasi noch in dem Kaffee drin ist. Schwimmt einfach. Man trinkt einfach das Kaffeepulver. Das ist geil. Schnell. Obwohl eigentlich soll es absinken. Genau, muss man ein bisschen warten. So, was machen wir hier heute, liebe Leute? Ich habe so das Gefühl, dass die Endzeit, bevor wir jetzt Lombok verlassen, ein bisschen stressig ist. Nicht, weil wir viele Videoprojekte oder sowas haben, nein, sondern weil wir einfach vorbereiten müssen. Ja, Sachen müssen nicht, aber wir möchten einfach unsere ganzen Möbel, Klamotten, alles runterräumen, damit sie dann hoffentlich, wenn sie den oberen Teil... Papa, was trinkst du da? Das Master Bedroom fertig machen, dass sie dann keine Möbel beschädigen oder wenn sie die Garderobe einbauen, dass da keine Klamotten drin sind und so weiter und so fort. Und das wollen wir halt natürlich auch nochmal vorbereiten. Plus wir müssen einen PCR-Test machen. Papa. Was? Oh, nimmst du ganz kurz bitte? Mila ist gegen die Kamera gelaufen und dann war ich verwirrt. Ist ja nicht so. Ich habe noch gesagt, lass den Kaffee einfach da. Nein, ich will ein bisschen trinken. Bei der Anmoderation möchte ich trinken, hier einen Lombok-Coffee zeigen. Jetzt habe ich den Lombok-Coffee über der Hose. Ist ja nicht so. Ist es ein neues Sample? Was? Wir werden euch da auch nochmal mitnehmen, aber wir müssen halt extremst viel noch vorbereiten, damit die in unserem oberen Upper Floor die ganzen Reparaturen stattfinden lassen können, damit die Wardrobes reinpassen etc. Gehen wir noch durch mit euch. Genau, und heute wollen wir ein paar Fotos machen und wir haben überlegt, wir nehmen euch einfach mal mit, weil ganz oft immer gefragt wird, wie macht ihr eigentlich Fotos? Ist ja gar nicht mal so einfach mit einem Baby. Ja. True. Und es ist echt überhaupt nicht einfach. Es ist zum Teil manchmal so stressig, wenn Mila keinen Bock hat, beziehungsweise sie möchte einfach Aufmerksamkeit und Spaß werden und wenn wir uns dann gegenseitig shooten, und sie dann keine Aufmerksamkeit bekommt, weil sie dann gerade gehalten wird, während Papa das Foto macht, findet sie Holmes gar nicht mehr. Holmes Raster vorprogrammiert. Und dann erst jetzt ein Geheule irgendwie zu hören, kriegen wir einfach die Krise. Krisenherd. Ja, das ist hier die Seltenheit, dass sie sich alleine beschäftigt. Wobei man muss sagen, jetzt immer mehr. Es wird mehr und mehr, ja. Deswegen. Aber ey, ganz ehrlich, sie hatte auch die ganze Zeit über jetzt Zahnschmerzen, immer am Zahn gewesen, jetzt die Eckzähne oder hinten die erste Reihe Backenzähne, ich weiß nicht genau, aber irgendwas ist da jetzt die ganze Zeit am Rausschießen und deswegen ist sie auch ein bisschen nötig. Alles klar, dann legen wir mal los, wir haben gehört, hier kommen gleich eine saftige Büffelherde, wir haben ein Kleid mitgebracht, das ich gleich tragen werde. Heute ist auf jeden Fall der Plan, dass wir ein paar mehr Instagram-Fotos shooten. Ja. Und nicht immer an einem Tag eins, weil das zieht sich einfach so in die Länge, ne? Deswegen heute paar Fotos. Provozieren wir es mal richtig. Dass wir dann eventuell vielleicht für die ganze Woche dann Fotos haben. Das wäre ein Träumchen, liebe Leute. Ja. Guck mal, Mila, ein kleiner Babyfreund. Das ist der Lino. Auch aus Deutschland. Warte, das ist übrigens mein Lieblingsstrand, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ne? Ich glaube, das erwähnst du in jedem Video. Das ist einfach so schön. Let's go. Können wir mal Hallo sagen gehen? Komm. So ein Süßbär. Hallo Maus, was machst du denn? Bereitest du dich aufs Bodyboarden vor? Bodyboarden? Ja, was ist denn das sonst? Ist das ein Surfbrett für dich? Also jetzt die Relation zu ihr? Ja, stimmt, da hast du eigentlich recht. Für sie könnte es ein Breitboard sein. Guck mal, die geborene Surferin. Oh, gut, Mila, das war für eine Wende. Yes! Das sind die Wellen, Papa. Merkst du die Wellen? Yo, ich spür's. Boah, es wackelt alles. Oh mein Gott. Wie süß ist das denn? Wir werden gerade konfrontiert mit der Problematik, dass die Kühe einfach nicht auftauchen. Ich verstehe das nicht. Hallo? In Deutschland kommen die Kühe um Punkt. Ich wollte gerade sagen.
Uhr an, wann auch immer. Zweitens, ich glaube, erstmal, wir sind in Lombok. Ja, war auch nur ein Spaß. Aber die haben gesagt, der Farmer kommt hier um bei. Und um bei hat hier scheinbar... 5 Stunden. Ja, das heißt, die Buffaloes kommen noch nicht. Und dann haben wir uns überlegt, wir machen ein Partnerbild hier am Strand. Ja. Wir dachten, richtig schön im seichten Wasser, noch bevor die Wellen brechen, dass wir dann schön das türkisblaue Wasser im Hintergrund haben. Aber hier wird so viel Sand aufgewirbelt, das Wasser ist einfach braun. Guck mal. Ja, ich weiß nicht, ob es nicht besser wäre, an unserem Beach das zu machen. Aber ich denke, jetzt sind wir gerade hier. Und hier ist es auch ganz gut, weil bei uns, wir haben ja diesen anderen Sand. Und da sinkt Mila halt so ein, wenn sie alleine rumläuft. Und hier kann sie halt währenddessen, wir müssen ja sowieso irgendwie mit Stativ auf 10 Sekunden Basis laufen. Wir haben kein Stativ mit, wir haben Made in China Stativ. In dem Fall wahrscheinlich einen Stuhl oder so. Das wird so eine 10 Sekunden Nummer. Ja. Und schnell laufen. Damit kennen sich viele aus mit der 10 Sekunden Nummer. Ja, aber ich würde sagen, lass es schnell machen, weil ich merke, es wird warm. Setz dich mal einmal hin. Alles gut, Mausebär. Süßbär. Mila, Schatz, kommst du mal hierher spielen? Guck mal hier, wow, ganz viel Sand. Eine Schaufel. Cool, mit dieser Schaufel kann man so viel machen. Super. Kommt hier ein random nackter Junge und klaut erstmal den Eimer. Mila, ach Mann! Scheiße! Mach mal einfach mal, ich baue dir dann im Hintergrund raus. Ich baue sie im Hintergrund raus. Mila wird auch rausgebaut, dass sie will. Mila! Mila! Das Zeitfenster haben wir nicht ausnutzen können. Nochmal. Wie sieht das Bild aus? Mega lustiges Bild. Ich glaube, wir nehmen sogar das. Viel cooler. Oh, Sonne weg. That is that funny? Is it okay to kill her boogie board? Oh, it was her board. Oh, yeah, absolutely. I thought it was his board. No, nice one. Okay. Come on here. Oh, scheiße, jetzt wird uns gerade die Unterlage genommen. Ich werde auch noch ausgelacht. Oh, scheiße. Okay. Bist du ready? Ja, ready! Oh Mann, ey. One more time, one more try. Er lacht sich tot. So wunderschön. Es beginnt so authentisch, wie es nur sein kann. Always the same. Inzwischen fast halben Tag gewartet. Spaß, aber ich glaube eine Stunde später. Was haben wir? 11? Ja, müssen wir gleich haben. 11 ist 10 vor 11. Wir haben hier inzwischen schon jede Menge Sandburgen. Naja, gebaut. Formen gebaut, nicht wirklich Burgen. Wir haben uns jetzt überlegt, bevor die Kühe kommen. Büffel. Sorry, aber ja, definitiv Büffel. Aber gehören Büffel zur... Ahnung, großen oberfamiliären Kategorie der Kühe. Vielleicht andersrum, wer weiß. Aber wir haben uns gerade Nudeln bestellt. Mi goreng mit lecker Tempe. Und 2 Bananen für Milski. Auch das Essen läuft nicht immer so, wie es soll. Mila hat erstmal Tempe auf den Boden geschmissen und dann sich an der Nudel verschluckt wahrscheinlich. Und jetzt hat sie die ganze Susu, die sie gerade getrunken hat, ausgespuckt. Ich habe noch vorhin gedacht, weil ich habe mir gerade das Kleid angezogen, weil in diesem Kleid wollte ich eigentlich das Büffelfoto machen, wenn die Büffel dann eines Tages kommen. Ist aber nicht schlimm. Ach, einmal nur vollgekotzt, Freunde. Also, falls ihr das Instagram-Foto seht, dann könnt ihr sehr gerne vollgekotzt runterkommen. Wird gewaschen, dann ist das wieder sauber. Aber Mitski, den einen Tempel. Den isst du noch mit dem ganzen Sand dran, ne? Nee. Hier, Papa, den kannst du essen. Der ist für dich. Ah, Puderzucker, Rudi. Ih, riecht Knirschberger, ey.
gar nicht. Ich bin nichts verschwendet. So, Freunde, kurze Planänderung. Büffelfoto war gestern. Nein, tatsächlich habe ich heute mein Büffelfoto nicht bekommen. Der Farmer ist da nicht längst gelaufen, ne? Gerade wo wir vorbeigefahren sind, also zurückgefahren sind. Wir haben bis 11:30 oder sowas gewartet. Ja. Ja, haben wir den dann gesehen. Es war heute mega warm, deswegen glaube ich, vielleicht... Mila, ey, sorry, aber sie wollte runter. Passiert halt, gehört auch dazu. Ja. Die Problematik, die wir jetzt zusätzlich noch hatten, ist, wir hatten gerade einen Termin, der sollte eigentlich relativ zügig durchgehen. Hat länger gedauert, hat alles gesprengt. Jetzt sind wir nach Kuta gefahren, denn wir haben tatsächlich verdrängt, nicht verdrängt, dass wir wieder zurückreisen nach Deutschland, aber verdrängt, dass wir ja einen PCR-Test benötigen. Ja, und eigentlich hatte ich gedacht, wir können morgen einen machen. Morgen ist Donnerstag, aber die brauchen 2 Tage. Dann wäre das Samstag. Samstag fliegen wir schon und wer weiß, wie das hier ist mit Arbeiten am Samstag. Keine Ahnung, ob das als Werktag gezählt wird. Ich weiß Werktag, nicht. Sowas gibt es hier eh nicht. Auf jeden Fall wollen wir auf Nummer safe gehen und machen den PCR-Test jetzt. Ja. Dann sollten wir die Ergebnisse am Freitag bekommen. Ist der erste PCR-Test, den wir machen müssen, ne? Ja, und ich habe gar keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin so empfindlich, ich bin so ein krasser Nasenmensch. Nur diese Vorstellung, dass mir gleich was in die Nase gesteckt wird, gar keinen Bock drauf. Und jetzt kommt noch dazu... Ich wollte ganz kurz zwischendurch sagen, ich habe richtig... Man kommt so gar nicht mehr zum Atmen hier. Also ich freue mich tatsächlich richtig, weil ich dieses Gefühl endlich mal spüren möchte. Alle reden immer davon, wie es ist und wie schmerzhaft, aber eigentlich nicht, eher unangenehm. Nee, ich bin einfach derbe excited. Ich möchte einfach wissen, wie das ist. Willst du meinen auch gleich mitmachen? Double Nose. Ja, Double Nose Intake. Das sind beide Löcher. Meine Mama meinte auch, bei sich im Krankenhaus. Doch. Beide Löcher und sie muss das jede Woche machen. Was? Grausam. Mann, das ist echt grausam. Ding ist aber, wir haben leider nur eine Maske eingesteckt. Eigentlich ganz gut, weil wir für Mila eh keine Maske haben und dann mit ihr hier rein in das Blue Island. Können wir mal zeigen hier, ne? Das ist so das, die medizinische Station hier in Kuta. Wie eine Apotheke und ein kleines ärztliches Haus so. Ja. Medizinische Versorgung findet auf jeden Fall hier statt. Ah, ich glaube, du hast sogar schon mal Ja, wir waren ein paar Mal hier. Wir haben hier auch schon über diese wunderschönen Fliesen gesprochen, ne? Ihr erinnert euch vielleicht. So, ja, wir gehen mal rein und wir nehmen ich sagen, diesen... Ich muss ja hier bleiben mit Milski. Take mal, ich frag mal. Vielleicht kann die mal ein Auge zudrücken. Nein. Gott, hier sind ja Leute gerade, die krank sind schon. Stimmt. Alles klar. Nehmen wir euch mal mit. Der Kamikaze-Bär geht die ganze Zeit ins Tiefe. Ist das so? Guck mal. Ist das so, kleine Maus? Lässt sich abstürzen und dann muss man machen. Fang. Das gehört dazu. Ja. Sie muss ja verstehen, dass sie dann auch im Wasser nicht atmen kann, ne? Also, und wie war's? Solange... Ja, war mega easy, richtig entspannt. Beide Nasenlöcher? Alle 3 Nasenlöcher. Naja, nein, Spaß. Nee, du wirst es nicht glauben. Ich habe den Test gar nicht machen müssen, weil die das Testkit nicht vorhanden haben da. Weil sie das Testkit nicht vor Ort haben. Das heißt, wir können den Test hier nicht machen. Wir müssen nach Matadam, jetzt auf Krampf, auf schnell noch. Ja, nein, wirklich. So lange haben die jetzt gebraucht? Ja, wir haben die ganze Zeit gewartet und dann meinten die, okay, jetzt kannst du rein. Und dann sagt der Arzt, nee, wir haben das Testkit nicht da. Ich denke so, geil, sag das doch gleich, Alter. Ja, dann müssen wir morgen hin. Ja, Flughafen braucht 3 Tage. Boah, wir sind gefeigt. Nee, ich war einfach mal wirklich. Das kann jetzt ein Problem werden. Auch Matadam schafft das jetzt nicht mehr. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ja, das können die doch nicht machen. Die sagen, es gibt einen guten PCR-Test und jetzt gibt es den doch nicht. Es geht, die haben einfach das Testkit gerade nicht da. Das ist und so wann eine, werden sie es da haben? Wissen sie nicht. Jemand hat das mitgenommen und ist einfach verschollen jetzt. Die wissen nicht, wo es ist. Da müssen wir ein bisschen üben. Oh, Freunde. Heute war so ein Tag, wo einfach gar nichts geklappt hat. Zumindest nicht so, was wir uns vorgenommen haben. PCR-Test gibt's nicht. Fotos haben wir 1 geschafft. Vielleicht, wir haben sie noch nicht gecheckt. Was machen wir jetzt? Weil ohne Scheiß, das ist ein bisschen knapp jetzt, ne? Wenn das jetzt 3 Tage dauert, bis wir die Resultate bekommen, dann... Ja, wer ciao. Ist halt schon Schaff auf Wiedersehen. Manchmal, ja. Dann fliegen wir halt nicht, ne? Und morgen früh, was ist jetzt geklärt? Morgen früh fahren wir nach Matadam, oder? Fahren wir nach Matadam oder zum Flughafen. In der Zwischenzeit ist Mila gerade im Bamba, waren wir ja uns abkühlen und dann ist sie in einen Kaktus reingetreten. Hatte in ihrem Fuß 15 Stachel, die wir gerade fein säuberlich entfernen mussten. Super, super stressig. Sie hat den ganzen Laden zusammengeschrien.
Die arme Maus hat so geschwitzt vor Wein. Ja, okay, unsere Maus schwitzt aber immer. Ja, aber ich schwitze bei allem. Sie hat sich da so reingesteigert und das Ding ist, ich glaube, an sich tat das gar nicht so weh, aber wir haben dann ihr Bein festgehalten gegen ihren Willen und dann ist sie durchgedreht. Also ich sowieso, ne? Wenn man irgendwas gegen ihren Willen macht, auch festhalten oder irgendwo in eine Richtung hinlenken oder so, dann rastet sie aus. Geht ja gar nicht. Ganz, ganz schlimm. Ja. Deswegen, das ist auch nochmal richtig schief gelaufen. Dann haben wir gerade noch einen Call mit unserem Steuerberater. Es ist 20 Uhr und ich fühle mich einfach so ausgeflaucht. Die letzten zwei Nächte waren auch sehr bescheiden, dementsprechend, keine Ahnung. Ausgeschlaucht ist. Sagt man das? Nein. Du sagst, es hat geschlaucht oder du bist ausgelaucht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ausgeschlaucht. Ich fühle mich ausgeschlaucht, so wie meine Brüste, ey, die sind auch ausgeschlaucht. Ich glaube, ich lege mich gleich zu Mila. Ich weiß nicht, kommt das Video heute noch online? Ich bezweifle das. Du bist auch gut müde, oder? Ich bin auch ausgeschlaucht. Mega Lust. Morgen gehen wir zur Villa Kami, beziehungsweise du, ne? Ja. Deswegen, wenn ihr nichts verpassen wollt, Freunde, und also wenn ihr uns bei diesem wundervollen Abenteuer begleiten wollt. Ey, es heißt ja nicht, dass wir, also Fotos hin oder her ist ja an sich Lachs, aber... Instagram-Fotos meinst du? Ja, ja. Dass wir das jetzt nicht geschafft haben. Wir haben noch nie einen Tag viele Fotos hinbekommen. Wir nehmen uns das so oft vor, aber gedacht, jetzt filmen wir das mal, um uns mal ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Ja, wir brauchen einfach einen Fotografen. Wir sind einfach keine Instagrammer, wir sind YouTuber. Mann, ihr wisst Bescheid, deswegen abonniert mal und lasst uns ein Däumchen, wenn ihr uns supporten wollt. Was ich sagen wollte, es bedeutet nicht, dass wir euch nicht zeigen, wie dieser PCR-Test hier in Indonesien aussieht. Wir nehmen euch da natürlich in einem neuen Video dann mit. Wenn wir den dann eines Tages machen. Morgen dann, ne? Wir haben ja dann ausreichend Zeit, weil die Flüge... finden dann wahrscheinlich eh nicht statt. Also vom Ding her würde es ja reichen, wenn wir Samstag bis Mitternacht den PCR-Test bzw. die Ergebnisse irgendwie per E-Mail oder sonst was zugeschickt bekommen würden. Weil nach Jakarta würden wir rein theoretisch mit dem Antigen-Test kommen. Weißt du? Okay. Ja, nur nächste Station wird schwierig. Genau, wir fliegen nämlich über Dubai und Dubai müssen nicht nur Einreisende einen PCR-Test haben, sondern auch Transitpassagiere und dementsprechend brauchen wir diesen PCR-Test, ne? Weil in Deutschland brauchst du eigentlich gar keinen. Stressig. Das wird schon irgendwie hinhauen. Stay immer positive. Hauptsache nicht im Corona-Test. Wir sehen uns dann schon ganz bald beim nächsten Video. Ja, ja, morgen direkt. Villa Kami. Kann ja euch versprechen, die Villa ist nochmal richtig saftig. Aber nicht so saftig wie die Villa Chives. In der Aussicht hier auf gar keinen Fall, Freunde. Tut uns leid, dass wir am frühesten da waren. Goodbye und schöne Nacht euch. Stay positive. Und Tschüssikowski.